Wir zeigen Ihnen die einfache Handhabung der Geschosszielzange von RCBS. Wir möchten einige uralte Patronen 8x57 delaborieren, die eindeutig nicht mehr verwendbar sind. Und wir beginnen mit der Auswahl des passenden Hülsenhalters. 8x57 sollte ein Li Nummer 2 sein. Wir probieren das und das sieht gut aus. 8x57 hat einen Geschossdurchmesser von 7,92. Also sollte eine Spannzange 8,0 oder 32 die passende sein. Wir probieren das aus. Das sieht gut aus. Wir setzen den Hülsenhalter in die Presse ein. Wir schrauben das Gehäuse der Spannzange in die Presse ein. Wir führen die Spannzange von unten in das Spannzangengehäuse ein und schrauben die Spannzange mit der Zugschraube fest. Nur leicht anziehen. Die erste Patrone wird in den Hülsenhalter gesetzt und das Geschoss in die Spannzange eingeschoben. Jetzt wird die Spannzange kräftig angezogen und die Hülse nach unten vom Geschoss abgezogen. Spannzange lösen, Geschoss entfernen. Nächste Patrone in Hülsenhalter einführen. Geschoss nach oben in die Spannzange. Spannzange kräftig anziehen. Hülse nach unten abziehen, Spannzange lösen, Geschoss entnehmen und die nächste Patrone. In den Hülsenhalter, Geschoss nach oben in die Spannzange, Spannzange anziehen, Hülse nach unten abziehen. Spannzange lösen, Geschoss entfernen und das war es.